Square Enix buddelt mal wieder in der hauseigenen Schatzkiste und bringt uns ein längst vergessenes Abenteuer zurück, das wir in Europa auch damals im Original gar nicht erlebt haben. Uns liegt jetzt nämlich hier Legend of Mana in der remasterten Edition für Switch vor, dessen Original 1999 für die PlayStation 1 erschienen ist. Aber wie gesagt, leider nie in Europa. Deswegen ist es auch umso schöner, dass Square Enix für das Spiel dieses Mal den roten Teppich ausgerollt hat, abzüglich einer Modulauflage, die natürlich noch das i-Tüpfelchen wäre, aber leider nur im südostasiatischen Raum verfügbar ist. Dafür bekommen wir immerhin deutsche Texte und ich nehme euch jetzt mal ein klein wenig mit auf eine Tour durch das, was euch so grob in Legend of Mana erwartet. Keine Sorge, ich will euch nicht spoilern. Und ein großer Teil der Faszination von Legend of Mana liegt darin begründet, dass man hier wirklich eine Welt erlebt. Zunächst wird dabei unsere Hauptfigur ausgewählt, dabei können wir uns zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter entscheiden. Großartige Auswirkungen auf den Spielverlauf hat das allerdings nicht. Auch können wir entscheiden, mit welcher Startwaffe wir an den Start gehen, aber auch das lässt sich im weiteren Spielverlauf jederzeit ändern. Also ihr könnt euch jetzt wirklich irgendwas aussuchen, was aussieht, als wäre es irgendwie toll. Ich nehme hier zum Beispiel gleich mal den Zweihänder. Und wenn euch das dann letzten Endes nicht gefällt oder ihr feststellt, gegen den Gegner bräuchte ich dann eventuell doch eine andere Waffe, kein Problem, der Rest lässt sich problemlos erwerben. Als nächstes wählen wir dann den Startpunkt aus und stellen dabei fest, dass die Welt, wie wir sie eigentlich erleben sollten, so gar nicht existiert. Denn in Legend of Mana wurde quasi der große böse Reset-Knopf gedrückt und die ganze Welt ist leer. Abzüglich eines kleinen einsamen Briefkastens, den wir jetzt hier einmal irgendwo in die Weltgeschichte setzen werden. Thank you.
So, das Organisatorische ist erledigt. Schauen wir doch mal, was die remasterte Version von Legend of Mana alles an Optionen zu bieten hat. Wir können einerseits jederzeit speichern, das war vorher nur in bestimmten Speicherpunkten der Fall. Wir haben eine vollständige Auswahl des Soundtracks, den wir uns jederzeit anhören können, das ist immer nett. Wir haben eine Galerie mit kleinen Artworks aus dem Spiel. Auch das ist eher eine kleine Auswahl, aber wie immer sehr nett anzusehen. Es gibt eine Anleitung in diesem Spiel, die allerdings erstaunlich kurz gefasst ist. Im Prinzip einmal nur kurz die Steuerungsgrundzüge, die Kampffunktionen, die Multiplayer-Aktivierung runterrattert und dann auf 10 Seiten erläutert, wie ein Minigame funktioniert, in dem man seine Monster nochmal so ein bisschen zusätzlich aufzüchten kann. Das Minigame habe ich bislang allerdings noch nicht freigeschaltet, weil ich an dem Monsterzüchten vorbeigelaufen bin. Naja. Ansonsten kann man halt zwischen der Originalversion und dem neu arrangierten Soundtrack schalten. Man kann die Kämpfe ein- und ausschalten. Man kann jederzeit dieses Mal auch den Multiplayer-Modus aktivieren, statt auch da auf Speicherpunkte angewiesen zu sein. Das ist ganz besonders nett. Und ja, das ist das, was die remasterte Version so an Neuerungen bietet. Ansonsten seht ihr ja schon, die Hintergründe sind weitaus weniger verpixelt, als es auf der PlayStation 1 der geringen Auflösung verschuldet gewesen ist. Sind in dieser Hinsicht meiner Meinung nach weitestgehend schön überarbeitet worden. Die Charaktere und alle anderen interagierbaren Sprites jedoch sind weiterhin im Pixel-Look. Das wirkt anfangs ziemlich ungewohnt, ich habe mich daran allerdings irgendwie so schnell gewöhnt, dass ich den Stil mittlerweile sogar ziemlich cool finde. Ist mir auf jeden Fall lieber so, als hätten sie alle Sprites nochmal irgendwie mit einem Weichzeichner nachgezogen und versucht, das Ganze dann optisch mit dem Hintergrund abzupassen. Vor allem, weil auf diese Art und Weise die Charaktere wenigstens auch so ein bisschen aus dem Hintergrund hervorstechen und nicht darin versinken. Das ist so ein Problem, das mit gewissen Hintergrunddetails gerne mal auftritt in diesem Spiel. So, das Ganze habe ich jetzt runtergerattert, während wir hier die Bibliothek mal ein bisschen erkundet haben. Da wird im Laufe der Zeit natürlich noch einiges neu hinzugefügt. Das Ringmenü ist übrigens nicht Mana-typisch im Ausrüstungsmenü auch enthalten. Also müsst ihr hier euch mit einer ganz normalen Liste vorlieb nehmen. Ist angesichts der Vielzahl an Kategorien und so, vielleicht aber auch der Übersicht halber, besser. Wir können hier an dieser Stelle ein grobes Fertigkeiten-Set durchschalten. Wir haben ein paar aktive Basisfähigkeiten, die uns ein bisschen unterstützen und Spezialfähigkeiten, die wir auf die Schultertaste legen. Beides kann man noch weiter lernen, je nachdem, welche Waffe man ausgerüstet hat, wie man sie dann führt und so weiter und so fort. Ansonsten eine Menge leere Menüeinträge, die sich alle im Laufe des Spiels nochmal ein bisschen füllen werden. Ganz besonders wichtig ist da das Tagebuch, das mich über die ganzen Quests des Spiels buchführt. So. Genug, endlich mal vor die Tür. Hier haben wir unseren ersten Freund. Okay, zweiten Freund, den Kaktusfreund will ich natürlich nicht vergessen. Und er klärt uns jetzt darüber auf, wie die Welt im Großen und Ganzen funktioniert. Im Prinzip, ganz wie wir es vorhin auch schon mit dem Briefkasten getan haben, können wir jetzt den Bauklotz irgendwo so platzieren und dann wird daraus ein völlig neues Areal, das wir betreten können. Auf diese Weise bauen wir dann schrittweise die Welt neu auf und je nachdem, wie wir das Ganze platzieren, tun sich dann auch neue Wege für uns auf. Also wir kriegen dann im Spielverlauf auch mehrere Artefakte gerne mal zugesteckt und dürfen dann quasi selber unseren Weg bestimmen. Das hat den Vor- und Nachteil, dass man natürlich eine sehr freie Spielstruktur hat, aber auf der anderen Seite auch sehr viel verpassen kann. Gerade weil Legend of Mana sehr notorisch dafür ist, bestimmte Quests, ich sag mal so, auszuschließen, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt, versehentlich oder nicht erfüllt, ebenfalls versehentlich. Und dann muss man halt bis zum nächsten Spieldurchlauf warten, bis man das Ganze nochmal angehen kann. Immerhin, alle eure Fortschritte lassen sich dann auch ins New Game Plus übernehmen. Also ihr müsst jetzt nicht wirklich dann auch jede Quest wirklich in einem Rutsch durchackern,
sondern könnt dann euer Questlog oder euer Quest-Vollständigkeitslog auch über mehrere Spieldurchgänge hinweg auffüllen. Das ist nett, auch wenn natürlich so ziemlich sämtliche Quest-Fortschritte an und für sich, aufgrund der Tatsache, dass das Ganze natürlich miteinander verwoben ist, mehr oder minder zurückgesetzt werden. Und hier sehen wir dann jetzt auch schon mal, in der Stadt ist auch schon so einiges los. Also uns werden jetzt hier sozusagen zwei große Ausgangspunkte vorgegeben und jetzt können wir uns entscheiden, welchem der beiden Pfade wir folgen wollen. Einmal wäre das zum Beispiel der Nicolo, der uns vorhin umgerannt hat. Oder wir könnten auch Elazul hier weiter verfolgen. Das ist an dieser Stelle uns überlassen. Letzten Endes können wir auch beides machen, nur im Prinzip entscheiden wir jetzt halt über die Startreihenfolge. Die Dialogoptionen, die wir hier übrigens haben, sind nicht rein kosmetisch. Teilweise können die sich eben sehr stark auf die Questverläufe auswirken und dafür sorgen, dass man auch die andere Quest vergeigen kann. Da ist Legend of Mana ziemlich eigen. Also wer wirklich auf Vollständigkeit spielt, der sollte sich am besten einen Guide zur Seite legen. Aber wer das Ganze einfach so locker nehmen möchte, meint, okay, ich nehme jetzt für den ersten Spieldurchlauf einfach mal so die Eindrücke mit und dann später, wenn ich feststelle, okay, das Spiel gefällt mir, dann kann ich das Ganze auch mal Vollständigkeit spielen, dann ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht bin ich aber auch einfach persönlich nur schon weit genug über den ganzen Kram weg, dass ich gar nicht mehr versuche, rigoros alles auf 100% spielen zu wollen, um möglichst alles in einem Spieldurchgang zu sehen. Hat ja dann auch etwas von einem gewissen Wiederspielwert, nicht? Genug rumgeschwafelt und genug herumgerast. Wir wollen auch mal einen Auftrag annehmen. Schnappen wir uns an dieser Stelle doch einfach mal den guten Nicolo, denn wer kann einem fahrenden Händler schon misstrauen? Vor allem einer, dessen ferne Verwandte aus der fernen Vergangenheit, so in der deutschen Version mal gerne als Wucherkater bezeichnet wurden. Ach, die alten SNES-Zeiten. Ja, jetzt schmeißt sich hier noch Elazul mit rein. Der will stattdessen, dass wir seine Quest angehen, aber nix ist, wir haben uns für unseren Hasenkollegen entschieden. Und dabei bleiben wir auch. Soll Elazul doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, vorher möchte Nicolo aber nochmal gerne bei jemand anderem vorbeischauen. Und dabei kommt auch so ein bisschen gern der Humor von Legend of Mana zu tragen. Das Spiel ist nämlich meines Erachtens nach teilweise ziemlich witzig. In den Dialogen finden sich gerne mal irgendwelche kleinen Karlauer. Es ist allgemein eine sehr lockere Atmosphäre. Klar, es hat auch seine ernsten Momente, aber generell ist es wirklich so eine Art lockere, leichtherzige Abenteuergeschichte mit diversen Episoden aus dem Leben der Leute, die diese Welt bevölkern. Sobald wir die Bevölkerungsdichte mit den ganzen Artefakten und Ortschaften, die wir dadurch heraufbeschwören, erstmal wieder auf einen angenehmen Stand gebracht haben. Der Humor zeigt sich dann zum Beispiel auch hier in unserem kleinen Kampftutorial, das wir leider nur in Textform erhalten. Legend of Mana war in der Hinsicht leider ziemlich oldschool, aber immerhin gibt es eine Erklärung für den ganzen Kram. So, wir sind jetzt Bolle und wir können fragen. Zum Beispiel, was ist mit Aktionsfähigkeiten? Ja, klar. Was sonst?
Na, und solche kleinen Dialogwitze gibt es gerne mal eingestreut. Ich zeige euch hier gleich nochmal einen weiteren. Wenn wir hier mal kurz rausgehen, dann unter hilfreiche Informationen. Hier können wir quasi unseren Zwiebelkopf einmal voll jammern und sagen, das packe ich nicht, was soll das? Generell ist der Schwierigkeitsgrad von Legend of Mana übrigens relativ gering. Aber man kann da natürlich auch, sag ich mal, wenn man nicht so fleißig kämpft, wenn man die Kämpfe ständig ausschaltet, schon an den einen oder anderen Boss verzweifeln. Oder zumindest sich ein bisschen länger dran abhacken, als es eigentlich sein sollte. Aber dazu muss man sich einfach nur mal so ein bisschen hinsetzen und dann doch die einen oder anderen Gegner mitnehmen auf dem Weg dorthin. Trotzdem ist die Möglichkeit, die Gegner abschalten zu können, durchaus nützlich. Gerade so, wenn man damit beschäftigt ist, ein Rätsel zu lösen oder sich einfach in den teilweise ziemlich verworrenen Karten zu orientieren, dann hilft es schon enorm, wenn man dabei nicht ständig von den dauerhaft respawnenden Gegnern malträtiert wird. Wie ihr seht, laufen die nämlich ziemlich zahlreich rum. Und ihr müsst bedenken, jedes Mal, wenn ihr jetzt diesen Bildschirm oder dieses Areal verlasst und dann wieder zurückkommt, dann tauchen die Gegner erneut auf. Das wird mit der Zeit dann doch ein bisschen alt, vor allem weil die dann natürlich auch auf Dauer nicht wirklich großartig an Beute ausschütten. Zumindest so an Erfahrungspunkten, die in Kristallform auftreten oder auch an Geldmitteln. So Gegenstandsbeute, die man als Crafting-Materialien oder auch einfach zum Verscherbeln benutzen kann, die sind natürlich auch immer ganz nett, aber wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwas gezielt grindet, dann ja, kann man auch gerne mal was auslassen. Das ist eine Speicherstatue hier. An solchen Punkten wurde halt ursprünglich gespeichert. Mit, wie gesagt, in dem Remaster kann man es praktisch jederzeit jetzt. Außerdem führt das Ding auch ein Autosave. Also jedes Mal, wenn man einen Gebietsübergang erreicht, dann wird der Spielstand einmal kurz zwischengespeichert. Man verliert also nie wirklich großartig an Fortschritten, was ziemlich, ziemlich gut ist. Okay, ja klar, warum nicht? Dann wurden wir jetzt halt unsanft wieder zum Start zurückgeschickt. Dann kann ich ja auch gleich einfach mal meinen etwas weiter gespielten Spielstand laden und ein neues Abenteuer suchen. Hier haben wir ein bisschen Auswahl in den Artefakten. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Piratenhaken, setzen den ins Meer. So, mal schauen, was für wunderschöne Abenteuer uns da erwarten. Ah, ein Piratenschiff. Das kann ja nur gut werden. Erstaunlich wenig los auf diesem Piratenschiff, aber wir haben eine Crew. Aha, eine Crew, die, okay, die sich nicht mehr um alles kümmert. Warum auch nicht? Die Pinguine und den Walross-Captain, den haben wir übrigens in diesem Spielstand schon mal vorher ein paar Mal getroffen. Einige der Charaktere haben wirklich so kleine Story-Stränge, die sich dann weiterziehen. Es gibt auch drei Kern-Story-Stränge, die quasi nochmal besonders herausstechen und ausführlicher sind. Ansonsten erlebt man allerdings weitestgehend isolierte kleine Abenteuer, die man dann, wo man dann halt so ein bisschen mehr in die Welt eintaucht.
Besonders schön dabei, die Quests sind auch ziemlich abwechslungsreich und kommen dabei gerne mal auf Mechaniken zurück, die man jetzt nicht unbedingt in einem klassischen Rollenspiel erwarten würde. Hier zum Beispiel dürfen wir dem Pinguin-Seefahrer dabei helfen, so ein bisschen den Kurs zu halten, indem wir ihm sagen, in welche Richtung er zu segeln hat. Dabei hoffen wir natürlich, dass wir irgendwann auf Schätze stoßen, aber na, mal schauen, wie glücklich wir dabei sind. Nicht so gut. Das lief nicht so gut. Da müssen wir uns einmal auf einen kleinen Kampf einigen. Aber ja, es gibt auch noch diverse andere Arten von Quests. So, also klar, die klassischen Geh dorthin, besiegen Boss-Quests gibt es zuhauf. Es gibt ein paar Lieferaufträge natürlich, aber dann halt auch zum Beispiel eine richtige lange Adventure-Einlage, wo man dann Dialog-Puzzles lösen muss. Das ist auch alles ziemlich interessant aufgemacht. In der Hinsicht wird einem so zumindest anfangs nicht so wirklich langweilig, aber man merkt halt schon, es ist insgesamt so von dem, was ich bisher gespielt habe, wirklich cool. Wirklich was Einzigartiges in der Hinsicht, gerade wenn man bedenkt, wann es erschienen ist. Aber ich kann auf der anderen Seite natürlich auch jeden nachvollziehen, der sagt, das ist jetzt nicht so das Mana, mit dem ich aufgewachsen bin, weil das Einzige, was wir in der Hinsicht halt vorher kannten, waren Final Fantasy Adventure, Mystic Quest bzw. Seiken Densetsu, das allererste auf dem Game Boy damals, und eben Secret of Mana, was dann halt so die Erwartung entsprechend hochgesteckt hat. Legend of Mana war dementsprechend natürlich nicht das, was man so unbedingt als Nachfolger haben wollte. Wenn man es jetzt aber wirklich mal so für sich betrachtet sieht, finde ich persönlich, das Spiel macht ziemlich viel Spaß. Es bietet eine Menge coole Charaktere, ziemlich viele witzige Dialoge. Ist sehr charmant aufgebaut. In der Remastered-Version auch angenehm spielbare, einfach dadurch, dass man halt bei Erkundungstouren, die teilweise in den ziemlich unklar miteinander verbundenen Karten auch ein bisschen ausschweifen können, dann kann man halt Gegner abschalten und ist wenigstens in der Hinsicht nicht ständig genervt und kann sich halt darauf konzentrieren, wo man überhaupt hin soll. Cooler wäre es dementsprechend natürlich noch gewesen, wenn dem Spiel eine Kartenfunktion gegönnt worden wäre, aber man kann halt nicht alles haben. Ansonsten kann ich das bisher durchaus empfehlen, wenn man mal offen für eine etwas andere klassische Rollenspielerfahrung ist und vor allem auch auf so einen leichten Klamauk steht. Nicht, dass es hier, wie gesagt, keine ernsthaften Momente gibt, die gibt es durchaus. Aber so insgesamt ist das wirklich eher so ein leichtherziges, charmantes Abenteuer als ein episches, weltrettendes Rollenspielvergnügen, wie man es halt so typisch kennt von der Ära oder von dem Genre insgesamt. Braucht man ja auch mal so ein kleines Slice-of-Life-Rollenspiel im Prinzip. Ja, und während wir jetzt hier die Mausbären verfolgen und dabei natürlich auch noch ein bisschen was hier auf die Omme kriegen oder beziehungsweise anderen Leuten eins auf die Omme geben, verabschiede ich mich schon mal von euch. Einen ausführlichen Test zu Legend of Mana gibt es demnächst noch auf planetswitch.de. Ich verabschiede mich bis dahin erstmal von euch und lasse euch mit ein paar weiteren Videoeindrücken aus dem Spiel zurück. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut!